Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ja, die ganze Sache wird einfach nur hässlich. Ich hoffe, da kann wenigstens hier leise schleichen. Wow, sehr leise. War ich zu langsam? Kann ich hier raus? Da ist Blut. Ach du Heilige. Psst, leise! Schleiche ich? Jo, ich schleiche, das geht so, das ist so laut. Liegt da unten jemand? Na, das ist ein Stuhl, ne? War das gerade die Küche? Ach du Heilige, ach du Heilige. Ich habe keine Ahnung, was ich da aufnehmen soll. Ich tue einfach mal. Wer auch immer das Video sieht, der hat viel zu schneiden. Sehr viel. Och Gottchen. Sitzt unten jemand auf dem Stuhl? Wohl eher am Verrecken, denke ich mal. Oh Gott. Oh! Du Deichsel, ey! Was zum Teufel? Der ist nur gestorben jetzt, oder? Das wird schlimm. Wer hängt denn da? Auf. Der Ort des Grauens. Und das in einem... in einer Bibliothek. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Der Akku ist fast leer. Da gibt's keine Einträge. They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for the security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ja, ich will auch hier raus. Wo ist dieser Hauptdingens und so? Das ist blöd wahrscheinlich gewesen, dass ich nachgeladen habe, ne? Haben wir eine Notiz? Ich bin drin. Okay, da haben wir was. Ich bin drin und hab sie nicht mehr alle. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote, Murkoff-Wissenschaftler
hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Merkoff Advanced Research Systems. Merkoff hat sein seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Merkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden. Und stirbt. Der Punkt fehlt. Ja. Dokumente haben jetzt nur das, ne? Atme. Atme. Jetzt muss ich meine eigene Figur schon beruhigen. Atme. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich fange gleich den Rosenkranz zum Beten an, ich sag's euch. Gibt es hier Karten oder so? Haben wir nicht, ne? Ich muss jetzt wirklich auf einfach blind herausfinden, wo dieser Hauptraum ist, ne? Diese Gestalten, sie dürfen mich nicht erwischen. Schön. Was haben wir da? Einen Gang. Eine Toilette. Ich müsste echt mal... Batterie. Es ist finster. Ja, ich schleiche mich durch die Gegend. Ich werde sie sicher nicht voranstürmen. Ist das der Haupteingang? Doppeltüren? Ich schleiche mich da jetzt einfach. Wer summt denn da? And who are you then? Ich stell mich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Wo ist sie jetzt hin? Meine Kamera. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Hauptdings zu... Und so. Kamera ist noch da. Wer war denn das jetzt, bitteschön? Haben wir einen Verbündeten hier? Alter! Dieses Spiel hier, ne? Wer war dieser hässliche Fleischklops? Das war einer dieser Experimente wahrscheinlich, ne? Ich habe gerade keine Ahnung. Kann man hier rein? Ich habe gedacht gehabt, vielleicht ist da irgendwas bei den PCs und so, ne?
keine Ahnung, wo ich hin muss. Hat das jetzt mal gespeichert? Das ist wieder super. Ein Klo mit Batterie. Die nehme ich doch gerne mit. Welche Gräueltaten gibt es hier noch? Einmal keine Hand, die aus dem Klo rausschaut. Oh! Ich sehe gar nichts. Das ist echt doof. Hier drin noch eine Batterie? Nö. Ich muss echt sparsam sein mit dem Graffel. Ja, auf YouTube werde ich wahrscheinlich Probleme haben mit der Finsternis hier, aber ich kann unmöglich die Kamera, die permanent eingeschaltet haben. Wahrscheinlich wird bei euch öfters nur schwarz sein und ihr, ja. Aha. Fußspuren. Zeigen die mir etwa jedes Mal den Weg zu einer Batterie? Oder eventuell sogar dorthin, wo ich hin soll? Ist das ein Lift? Nein, das ist nur eine Tür. Ist das etwa diese Tür, die uns in die Freiheit und so? Ich würde ehrlich gesagt gerne die Batterie speichern. Hey Kumpel, lebst du noch? Ach, bitte nicht. Das ist auch so ein Wärter, ne? Da, was haben wir da? Was? Ey, ich will das haben. Dem fällt auch der Kopf. Sehr super. Da ist nix. Okay. Ob ich mir das alles merken kann? Manche Geräusche bin ich mir nicht sicher, ob das wir sind oder ob da schon wieder jemand auf uns warten tut. Wie war jetzt der Kerl so schnell hinter uns überhaupt, der Specki da oben? Es ist ein Horrorspiel. Das macht man so. Es ist aber auch die Frage, ob er das einzige Exemplar ist oder ob es da noch mehrere gibt. Ich denke, es wird mehrere geben, ne? Hast du eine Batterie für mich? Alter. Der will auch überall raufklettern, ne? Da vorne? Ist das eine Batterie? Alter. Naja, nur das Licht eines PCs. Ach nö. Jetzt hätte ich echt schon gehofft, dass das eine Batterie wäre. Dann eben nicht. So. Was haben wir denn da? Okay. Aha, was haben wir da? Neue Infos für uns. Jo, schauen wir gleich, oder? Das war falsch. Entschuldigung. So. Dokumente, passt schon. Der hier, ne? Projekt Warrider. Krankenbericht von Chris Walker. Oh doch, es wird schon gepasst, entschuldige.
Also, ja, wieder dieselbe. Die Fallnummer haben wir 136, Patienteninitialen CLW Walker, Datum 28. Mai 2013, erste Patientenbefragung 28. Jänner 2011, Alter des Patienten 32 Jahre, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernick. Ja. Anmerkung: Dr. Walsh. Therapiestatus: morphogenische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Horror. Horror, genau. Ja. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Diagnostik: Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans. Übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen, toll, in Fixierung befragt. Die, kann man da weiter? Ah! Oh, da wäre noch mehr zum Lesen gewesen. Ne? Entschuldige, den Pfeil habe ich übersehen. Entschuldigung, machen wir gleich. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. War das gerade der Kerl, der uns runtergeschubst hat? Wahrscheinlich, ne? Extensive Thermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszentralaktivität. Zellaktivität, zwar nicht zentral, Entschuldigung. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nasen herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, bravo, schöner Ort, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschenden Fixiertheit verstärkt durch die Therapie stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Super. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay, Entschuldigung, dann ist da oben noch was. Entschuldigung, siehst du hier, ne? Wir sind jetzt bei dem Billy, ne? Bei dem vorigen Patienten, den 19-Jährigen. Entschuldigung, ich habe die Anmerkungen vergessen zu lesen. Es tut mir leid. Oder übersehen, sagen wir so. So, also die Anmerkungen zu Billy. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Dragger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Dragger, die in den Unterlagen des Unternehmens angeführt ist ein gewisser Richard Dragger, ein Angestellter von MRT. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project, Wallrider, Mount Massive Co. Fu. So, war bei dem Informanten auch noch was? Nein. Okay. Bei den Notizen vielleicht, habe ich da was übersehen? Nein, da gibt es kein links, rechts, da. Da ist was. Entschuldigung vielmals. So, nehmen wir den letzten Satz nochmal. Also das war jetzt eben der eine Raum, wo wir den einen noch Überlebenden bzw. sterbenden Spezialagenten da gesehen haben. Oder vom Militär halt der Typ, ne? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schweinchen. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja, genau.
So schaut's aus. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Genau. So. Schwumm. Gespeichert? Ich glaube, ne? Tatsächlich, die Fußspuren? Den Fußspuren folgend? Halte quer oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Okay. Ich glaube, ich duck mich wieder. Das Ganze hier ist mir nicht ganz geheuer. Wenn ich jetzt wieder speichere, wo fange ich dann an? Ich hoffe, da draußen. Ich will ehrlich gesagt die Notizen hier nicht verlieren, aber wir wissen, glaube ich, eh zum Teil, wo was ist. Ist da was? Hör auf. Bin ich da nicht? Bewegt sich noch? Oh Gott, der bewegt sich noch. Haben wir einen Eintrag? Nicht schlau. Zocki, das ist nicht schlau. Ich glaube, mehr als zwei Parts kann ich gar nicht aufnehmen. Hallo? Hallo? Er hat was gekritzelt. Moment mal, was? Notizen. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. GZ? Ich wäre auch gerne nur noch eine Hülle. Was ist das für eine schreckliche Melodie, bitte. Ist da oben eine Kamera? K.A. Okay, jetzt sind wir daher hinten. Ich kann die Batterie vertragen. Ah, der hat eh keinen Kopf mehr. Oh! Der hat sich auch versucht zu verstecken. Batterie, Batterie, Batterie. Wie komme ich da jetzt hin zur Batterie? Da hoffe ich. Nein. Oh Gott. Der hat da auch was. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Die Sammelobjekte werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Ja? Wetten, der lebt noch? Der wird mich gleich begrapschen wollen. Die brauchst du nicht mehr, aber ich.
Tisch ist auch was ganz Besonderes. So. Inventar, Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Okay. Jetzt wäre es echt cool, wenn ich speichern dürfte, ne? Jetzt haben wir echt schon viel gefunden. Ich habe echt ein bisschen Panik. Panik nicht, aber ein bisschen Sorge. Dass mir wieder der gleich angrapscheln und grapscheln tut, oder dass wieder dieser Speckschwarti da vorbeikommt. Schlage ich mich gut? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch einmal am Herumzittern. Exit. Ist logisch. Das heißt, ich muss wieder zurück, ne? Nehme ich mal an. Jetzt ist die Frage, ob die Männer hier jetzt schnallen, dass ich da bin und mich angreifen werden. Oder ob ich meine Ruhe habe. Ich weiß nicht, was mir bei solchen Spielen lieber ist. Boah, die schauen aus. Die armen Leute hier. Der tut mir auch sehr leid. Ist das sein Fuß? Ist das nur mehr ein Stümmelbeinchen? Der arme Kerl. Der arme Kerl, echt. Und der erinnert mich jetzt gerade. Voll laut! Get them out! Please! Because they're in there! Mir leid, ich wollte dich nicht retten, ich hatte Angst. Mein, der arme Kerl, es tut mir leid, ich wollte dich nicht retten. Geh rein zu den anderen Fernsehen schauen. Boah, ist das wild. Der arme, jetzt tut er mir voll leid, ich wollte ihn nicht verhauen. Ich wollte nicht, ich hatte nur gerade Angst, also ich kann jetzt meine Figur gerade nachempfinden, dass, das wollte ich gerade nicht, ehrlich. Mann, es tut mir voll leid. Ach, wie sich da zusammenkauert. Ach, wie schlimm. Boah, Alter. Also, eins kannst du euch merken, ne? Ein Journalist wird niemals mein Traumberuf sein. Niemals. So. Schauen, ob der Speck irgendwo ist. Na, da kannst du eigentlich auch. Schaut sicher aus, ne? Gut, wir haben diesen Sicherheitsdingens, aber ich habe ah, da drüben, ne? Wahrscheinlich. Zum Einlösen. Wäre das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt zum Speichern? Bevor wir weitermachen? Ich denke, ja. Ich probiere einfach mal. Jo. Wenn ich viel Glück habe, laden, also können wir jetzt da weitermachen. No? Ah, in dem Raum sind wir. Ah, okay, hätte ich wissen können, ne? War da noch was? Ich war nämlich etwas, geschlampert beim Schauen. Haben wir jetzt da? Ich muss mich kurz ducken. Batterie haben wir, alles klar. Okay, dann laden wir hier. Entschuldige, ich dachte, wir wären wieder in dem Hauptraum dann. Das habe ich dann falsch gemacht. Das war mein Fehler. Entschuldigung. So.
Ich werde mich trotzdem hier vorbeischleichen. Ich will wirklich ungern die Aufmerksamkeit von den drei Herren hier auf mich lenken. Der eine davon tut mir eh schon so leid. Meine Güte. Ich hätte vielleicht vorbeilaufen sollen. Vielleicht wäre es besser gewesen. Mann, das, die tun mir echt leid. Der schaut aber noch am normalsten aus, der Kerl da. Alter, der hat aber auch Glück gehabt, dass er nicht erschlagen worden ist. Ja, ja. So, ich versuche es einfach. Okay, das haut schon. Also nochmal. Es tut mir leid. Ach, das tut mir echt im Herzen weh. Ja, es tut mir leid. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Alter. Das kann ich, eigentlich kann ich noch laufen, ne? Dann gibt es hier quasi keinen Spielstand, also Speicherdingens für uns sozusagen. Aber naja, der Part ist wieder zu Ende. Ne? Das hier ist ganz schön, ich sag's mal vorsichtig, heftig. Auf einer Seite, andererseits grauslich. Da haben wir auch noch was, schau mal. Aber das holen wir uns im nächsten Part und lesen uns auch dann dort durch. Ja, na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich verstecke mich mal. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!